Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. So, letzte Folge haben wir die Gegend ein bisschen erkundet und ja, uns ein paar Zauber eingeschlürft. Und jetzt rüsten wir nochmal die Magie wollte ich noch gucken, weil die haben wir doch letztens aufgebraucht. Ach, die haben wir noch einmal. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. So, aber letzte Folge wollte ich hier eigentlich noch das Erz bauen, aber da haben wir irgendwie das wird eine tolle Farbe abgeben. Rotsteinsplitter, ein bisschen Bug gehabt oder so. Schwarzsteinsplitter und Grünsteinsplitter. Schön. Und eigentlich wollte ich ja auch zelten, aber plötzlich, wir sind irgendwie nicht mehr aus dem Kampf geflohen, weil wir, keine Ahnung, alles besiegt hatten, aber das Spiel hat das irgendwie anders. Und anscheinend müssen wir da oben rauf, um zu zelten. So, da können wir auch noch irgendwas abbauen. Was haben wir denn hier? Haben wir hier Pilze? Nein. Eier. Gut, wir nehmen die Eier einfach mal mit. So. Ach, da ist das Ding. Seltsame Tiere. Also Spezies Reptautiere. Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Das ist aber nicht nett. Ja, mit denen freunden wir uns sicher nicht an. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Vorwärts. Und ich glaube, wir haben den einen Gegner gefunden. So, liefert Elementarenergie auf der Nähe von Refugien. Wieso liefert? Habe ich mich jetzt da verlesen? Na egal. So. Erstmal schlürfen wir die Feuerenergie auf. Und dann wollen wir da dort oben übernachten. Meruid Refugium. Okay, da wollen wir jetzt noch nicht entlang gehen. Aber dort haben wir noch ein Eisschlürfstein. So. Absorbieren. Yeah. Und da haben wir noch Blitz. Ich habe das Gefühl, das wird sich später im Spiel verändern, dass wir das immer seltener finden. So, alles weg. Ja, 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 beruhig dich mal. Endlich sind wir da. Gut. Dann können wir jetzt hier zelten. Sie sollten erstmal etwas essen. Ja, erstmal essen. Meteorit Refugium. 0 Tage vergangen. Aha. So, erstmal alles aufbauen. Wo die das Zeug alles her haben plötzlich. So, so. Ignis Kochkünste. Beim Zelten verwendet Ignis die Zutaten im Inventar, um Essen zu kochen. Je mehr Rezepte du sammelst, desto größer die Auswahl an Gerichten. Nutze die Effekte von Mahlzeiten, um dir das Kämpfen zu erleichtern. So, wir haben ja feurigen Bohneneintopf gelernt, den liebt anscheinend Prompto. Knusprige Käsepizza. Ja gut, die können wir anscheinend nicht machen, weil uns da alles fehlt. Und die knusprige Käsepizza können wir einfach machen, weil wir da nichts dazu brauchen, oder wie sehe ich das? Machen wir einfach mal die knusprige Käsepizza. Oh Gott, sieht das lecker aus. Dauerläufe beim Rennen sinkt die Ausdauer nicht. Cool. Hey, 22 FP.
Und ja, Angriffskraft plus 100 und schützt noch vor Gift. Was so eine Käsepizza alles ausrichtet. Sehr schön. Hey, ein Level 2. So, Überleben von Gladio ist gestiegen und die Fotografien vom Prompto auch. Und Ignis hat ein bisschen besseren Kochskill bekommen. Fotos. Unterwegs macht Prompto viele Fotos. Beim Übernachten zeigt er sie dir und du kannst aussuchen, welche du aufheben möchtest. Je mehr Erfahrung Prompto im Fotografieren sammelt, desto besser werden seine Bilder. Cool. Fotos teilen. Fotos kannst du auch in sozialen Netzwerken teilen. Lass deine Freunde an deinem ganz persönlichen Abenteuer teilhaben. Nein, mache ich nicht, weil das hat für mich keinen Sinn. Ja, natürlich haben sie die Sydney fotografiert. Gutes Foto. Ja, genau. Aha. Aha. Oh. Ah ja. Gutes Timing, Prompto. Der hat ja anscheinend sehr viel Zeit. Ja, ziemlich finster. Hier, machen wir einfach mal so. Die hat irgendwie einen leicht bekifften Blick, da kann es sein. So, das speichern wir doch mal einfach mal. Das auch. Das ebenfalls. So, jeder hat sein eigenes Foto. Nee, der nicht. Das ist auch noch recht cool. Ja. Ja, gut. Das war's dann eigentlich. Mehr brauchen wir jetzt nicht speichern. So. Das Spiel kann über das Pausemenü fast überall manuell gespeichert werden. Nur während Kämpfen, spezielle Aufgabenphasen und in Dungeons funktioniert das Speichern nicht. Ah ja. Kein Vergleich zu Insomnia. Die Landschaft? Genau. Besonders hübsch sind die Sicher und die wilden Tiere. Das wahre Leben ist nun mal kein Kaffeeklatsch, Kollege. Ein Glück, dass wir den Kristall und die Stadtmauern haben. Selbst die wären nutzlos. Ohne den König. Das wird mir erst jetzt richtig klar. Nacht. Lern bloß, wie er das macht. Sonst noch was? Oh Gott, der ist ja total positiv. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. So, wie schaut's aus? Müsst ihr jetzt irgendwas einpacken oder nehmen die das einfach so automatisch mit? Wie haben die zu viert da drin Platz? 1, 2, 3, 4. Hey, die haben Karten gespielt. Na gut, die werden da... Da unten rennt irgendwas total verstört rum. Da gehen wir mal nicht hin. So, Waffen ändern deinen Status. So, apropos Waffenaufgabe. Im Menü kannst du Aufgaben jetzt nachsehen, was du schon erledigt hast und was noch offen steht. Über die Aufgabenliste kannst du auch einen Marker zum nächsten Zielort setzen. Ja, der mittelste Prinz und ungeziefer Beseitigung, das haben wir alles erledigt, glaube ich. Oder auch nicht. So, zeig mal die Karte. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist unser Auto. Und auch die Ungezieferbeseitigung. Dann, da haben wir wieder Sachen zum Absnacken. Da ist noch ein Parkplatz. Okay. Da können wir wieder was ernten. Schön. Na gut, dann gehen wir einfach und lassen einfach alles hier stehen. Ich bin runtergefahren und habe Schaden bekommen. Super. So, was gibt's denn hier Schönes? Tja, ja. Eine Windmühle und ein verlassenes Haus. Darin könnten sich Gespenster aufhalten. Oder einfach gar nichts. Wir gehen da einfach mal hin und schauen nach. Hallo?
Ist da jemand? Nö, nur ein paar Fässer und Kisten. So, was haben wir hier? Eine verlassene Farm? Viel weiter tragen meine Beine mich nicht. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Meine Güte, die halten ja gar nichts aus. Nach ein paar Meter fangen sie an zu jammern. Meine Beine können nicht mehr tragen. Ach ja. Oh, da haben wir ganz viele Dinge. Aufgepasst. So. Ich glaube, dann benutze ich mal den Zauber. Und... Na toll, der ist jetzt nicht so weit. Läufig. Diesmal gebe ich die Befehle. Aber hui! Blitzra! Oder so. Überraschungskombo. Hey! So, na komm schon. Stirb du, Hund. Du bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Gut, dass wir eine Käsepizza gegessen haben. Die bringt ja so dermaßen viel. Kein Ausdauerverlust. Immun gegen Gifte. Überraschungskombo. Hey. So, stirb du. Viech. So, da haben wir noch eins. Komm her. Yeah, ganz viele Viecher. So, Masamune. Alter. Das Ding ist übermächtig. Ah, geh weg von mir. Alter, wer braucht da schon andere Waffen, wenn er diese riesige Masamune hat? Vorwärts. Ja. Ein Prachtkäferpanzer. Hui. So, hier war doch irgendwo... Da oben war das doch. So, da können wir wieder Erze abbauen, um Lacke herzustellen. Für unser Auto wahrscheinlich. Oh, was für eine hübsche Farbe. Silberstaub. Ja, hübsche Farbe. Hm? Regenbogenstaub. Und nochmal ein Silberstaub. Ja, wir lackieren unser Auto in Regenbogenfarben. Warum nicht? So, was gibt's hier? Warum sind hier Treppen? Hm. Oh, hier sind Treppen, weil es hier Eier gibt. Auch nicht schlecht. Eiporhynios, oder wie auch immer man das Ding schreibt oder spricht. So. Wir haben Eier gefunden, juhu. So, irgendwo knurrt. Ach, hier. Bam, Überraschungsangriff. Wieder ein ausgenockt. Ja, klar. Bist aber auch ein Scherzkeks. So. Flieg, Masamune. Klingt, als würde es dir blendend gehen. Okay. Ja, warum nicht? So, was haben wir denn hier schon? Das ist ein Schätzchen und zwar eine Brennerie. Was auch immer. Das ist eine Waffe, oder? Augen auf! War keine Absicht! Ausrüstung, Noctis, zeig mal her. Ein Großschwert. Dieses Großschwert ist von der Macht des Feuers erfüllt und somit besonders effektiv im Kampf gegen feuerempfindliche Gegner. Yay, es gibt auch noch Waffen mit Elementareigenschaften. Den legen wir doch einfach mal an. So, sonst haben wir aber hier nix. Nö. So, dann zeig mal her. Hui, die ist schön rot. Rot, lila, pink, irgendwie sowas. Kann ich nicht so ganz erkennen. So, wo sind wir überhaupt? Ah ja, hier. Okay, gut, dann gehen wir da lang.
So. Ach ja, stimmt. Ich wollte eigentlich bei diesem Rastpunkt speichern, dass es jetzt wieder nicht geht. Aber erst heißt, ich kann überall speichern. Ja, ja, genau. Ein Schwarzsteinsplitter. Und dort finden wir wieder was zum Essen. Was haben wir denn? Oh. Aha. Süßkartoffel. Nochmal eine Süßkartoffel und das wahrscheinlich auch eine. Jupp. Drei Süßkartoffeln. Sehr schön. Nachher eine kleine Pause? Du sagst es. Hui, spring! Spring! Da vorne läuft ein Gegner. Oh, da sind mehrere. Oh, das sind eine ganze Herde. Egal. Flieg! Was besser aufmacht. Ja doch. So. Oh, ich sehe lila Zahlen. Ich glaube, die sind nicht so empfindlich für Feuer. Hier, bitte. Ha, perfekt. Das ist denen aber anscheinend total egal. Die sind trotzdem tot. Gut, was gibt's denn sonst noch hier? Anscheinend nicht so viel. So, wenn wir dann da lang gehen, müsste... Ja, genau, da muss irgendwo was zu essen sein. Nein, nicht angreifen. Jetzt muss ich erst nach oben hinlaufen, den ganzen Weg außenrum. Ist ja nicht so, dass er mit Waffen sich dorthin teleportieren könnte. Nein, er muss außenrum gehen. So. Wo war jetzt das Futter? Futter, wo bist du? Ach, da hinten. Okay. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Egal. Hey, noch ein Ei. Heb doch das Ding auf, warum? Ach Gott. Springen und aufheben mit der gleichen Taste zu überlegen, ist ein bisschen schwierig. So, gibt es hier irgendwo... Ach, da vorne sind schon wieder Gegner, die lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Nein, ich will die Karte. So. Kann ich da irgendwie Marker hinsetzen? Ziel festlegen? Oh, ja. Schön. Gut, da laufe ich jetzt entlang. Weil da will ich hin, da gibt es dann irgendwas Besonderes. Was? 500 Meter. Ist ja ein Katzensprung. Ist das heiß? Allerdings. Ich finde das cool. Man hat unendliche Ausdauer wegen einer Käsepizza. Jungs, hier gibt's was zu tun. Fein, dann komm mal. So war das nicht gedacht. Du bist ja richtig im Fahrt. So, na komm her, du Hund. Was schaffen wir doch mit links? Mensch Leute, bis ihr mal angreift, da habe ich die ganzen Viecher schon getötet. Gehen wir. Ja. So, aber erst noch Magie. Diesmal haben wir ja wieder ein leeres Fläschchen. Was zaubern wir denn da Schönes? Nehmen wir mal 30 Eiselemente. Da haben wir dreimal Eis mit der Kraft von 30. Das rüstet natürlich gleich aus. So, hier. So, habt ihr denn auch einen Flakon für Zaubers? Nein, habt ihr nicht. Gut, ich muss irgendwo einen kaufen. So, und hui! So, und wir laufen. Wir laufen über die Straße, ohne nach links und rechts zu gucken. Voll hardcore.
Kartenmenü kam mit. Ja, den Tipp brauchst du mir jetzt nicht mehr zeigen. Oh, das sind ganz viele. Wie hießen die Dinger? Garudas, glaube ich, noch. Ganz, ganz viele. Wir werden hingehen und alle umbringen. Dann haben wir ganz viel Steak. So, wir kommen unserem Zielpunkt immer näher. Nur noch 170 Meter. Wir sind fast da. Oh ja, klar. Bam, einfach nur so ein Viech. Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Ich umgehe sie und greife von hinten an. Hey, Noct, ich werde eine ganze Menge cooler Bilder von dir machen. Kämpf lieber. Nee, du, lass mal. Ja. Gut, was machen Weiter wir? Geht. Wir planen erstmal einen Angriff und währenddessen habe ich schon alle umgebracht. Ja, ja. Musst ein bisschen schneller sein, Ignis. So, und was haben wir jetzt hier Schönes? Einen Bronzereif. Hoppla. Ja, das kommt davon, wenn man mit Dreieck immer das Menü aufrufen will und es funktioniert nicht. So, ich kann... Kleidung, königliche Kampfuniform. Kampfuniform ohne Jacke. Freizeitklamotten. Okay. Freizeitklamotten leicht. Königstracht. Ja, ich würde auch so rumlaufen zum Kämpfen. Königstracht ohne Jacke. Die königliche Kampfuniform ist eigentlich nicht schlecht. Nehmen wir die mal ohne Jacke, sieht besser aus. So, Gladio, du kannst dir ohne Jacke, aha, Freizeitoutfit. Was hat denn... Okay. Du rennst mal so mit. Ach, kann ich dem... Accessoire. Ein Bronzereif. Der bringt ein paar mehr Lebenspunkte. Den bekommt natürlich der Gladio ebenfalls in die Hand gedrückt. So. Dann haben wir sowas nicht mehr. Dann die königliche Kampfmuster ohne Jacke. Sieht so aus beim Ignis. Das ist seine Freizeitkleidung. Na. Okay. So, ohne Jacke. Freizeitklamotten. Und die leichten Freizeitklamotten. Machen wir es mal so. Gut. Ha, ich kann nicht speichern. Zack. Sehr schön. So, Speichervorgang beendet. So, kann ich jetzt hier... Wo muss ich eigentlich hin? Ach, zu unserem Auto muss ich. Ja gut. Dann gehen wir erstmal dahin. Dann können wir wieder zelten. Weil bis dahin ist es bestimmt wieder Nacht. Wobei, jetzt haben wir 12 Uhr mittags. Wobei, es könnten wir doch schaffen, dass wir nicht zelten müssen. Aber da können wir bestimmt wieder Magie einsaugen. Und ich sehe da ein paar Monster. Probieren wir doch mal unseren Eiszauber aus. Aufgepasst. Ja. Das kommt davon, wenn man sprintet und aus Versehen plötzlich Eis gezaubert wird. So. Stirb, Hund! So. Ob ich jemals den perfekten Schnappschuss hinbekomme? Das perfekte Motiv direkt vor dir. Wo? Ich seh nix. Oh mein Gott. Ja, ja. Vorwärts. Ja. Yo. Ich bin der Prinz. Ich bin so hübsch. Das perfekte Motiv. Ja, ja. So, dann springen wir hier auf diesen Felsen. Was für eine Aussicht. Wüste. Steppe. Mein Herz für Tiere? Nicht mit mir. Wo kommt denn der Hund jetzt hergelaufen? Stirb! Da will man die Aussicht genießen und plötzlich kommt so ein Viech daher. Push! Das wird ein Kinder.
Kinderspiel. Okay. So. Hey, ich habe zwei Feuerelemente bekommen. Schön. Ja gut, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge machen wir hier an dieser Stelle weiter. Dann war's das für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten. Ciao.